Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wie schon angedroht und angekündigt, ziehen wir jetzt hier mal kurz die Floater raus und erschießen sie mal kurzerhand. Aber natürlich mit Manieren looten. Das muss ja auch sein. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht das Level doch noch voll kriegen. Schön wäre es ja, ne? Da draußen. Mal gucken, wie viel am Ende noch fehlen. Bin ja mal gespannt. Da draußen irgendwo. Und jetzt haust du einfach ab. Und lässt mir hier mit deinen anderen Brüdern voll zurück. Hat sogar die Tür aufgemacht. Das ist doch nett von euch. So. Den mit, dann mal den mit, dann mit dich da hinten noch fast mit. Aber wie gesagt, das Looten muss ja trotzdem sein. So, dich nehmen wir auch mit. Wo ist der mit der Minigun? Da. Bin ich doch schon. Das kriegst du gar nicht so schnell mit, wie schnell ich hier von A nach B flitz. So, hier nochmal. Kein Hundi. Aber euch zwei. Gut, dann gucken wir mal hier hinten. Der hier hatte ja eigentlich überlebt. Der hat sogar noch Volllife. Was? Das ist ein Simpack gefunden, wa? Schwächlich zuschlagen. Vor allen Dingen zuschlagen, ne? Naja. Ist mir das Richtige. So, überladen sind wir jetzt auch schon. Eieieiei. So, jetzt hier einmal durchdümpeln. Und so viel Waffen habe ich ja eigentlich gar nicht bei. Na gut, sind da hinten irgendwo. Hundi und anderer Supermutanti. Nehmen wir uns hier das auch gleich nochmal runter und machen hier mal alles kaputt. Ein bisschen laufen müssten wir noch. So. Zack. Haben wir den nächsten. Aber wo ist Hundi? Wo habt ihr das Hundi gelassen? Hier ist sonst immer noch ein Hundi. Nee. War nur eine Mine. Egal, dann gehen wir weiter. Kein Hundi. Ach, Hundi. Ich wollte schon Vermisstenanzeige aufstellen hier. So, dann hier jetzt einmal schnell durch. Dann gucken wir hier nochmal nach den Random Spot. Oldschool-mäßig, wie wir sind. Okay, ein rachsüchtiger Mottenmann. Na? Gibt es nochmal zwei gegen Kopf. Danke für Fasern. Und für ein bisschen EP. Na, lohnt sich, wie gesagt, immer mal wieder herzukommen. So, was habt ihr jetzt hier? Nebelkriecher. Ui. Das ist die Entschädigung für die vorhin Nebelkriecher, die ich verloren habe. Kriegen wir hier gleich nochmal zwei dazu. Dankeschön. Alles für die Optik. So, Schrot. Der war leer. Nochmal Schrot. Nuka-Cola Cranberry nehmen wir auch nochmal mit. Weil was soll der Geiz? Auch noch mal ein bisschen Popcorn essen nebenbei. Damit der AP-Balken immer so schön zittert.
beim Laufen. Ich krieg Gänsehaut. In der Nähe ist irgendwas. Bist du dir sicher, dass hier in der Nähe was ist? Bist du dir wirklich sicher? Oder könnte das wirklich ein Trugbild sein? So, dann können wir dich hier auch nochmal ausnehmen. Oh, Plasmakerne. Keine Wackelpuppe. Heißt, wir düsen weiter. Wo liegt die andere Leiche? Hier. Und dann weiter Richtung Westec. Todeskralle nehmen wir noch mit. Hirschis wären jetzt auch noch cool. Aber wir kriegen Opossums. Ja, ich weiß, ich bin nicht in meiner richtigen Tarnrüstung hier. So, aber reichen tut's trotzdem. So, alle hops, aua. Irgendwann breche ich mir nochmal wieder die Füße hier. Ja, So, du kommst hier nicht weg. Kannst du verknicken. So, das nehmen wir nochmal mit. Das nehmen wir nochmal mit. Hier oben haben wir auch nochmal einen. Ja, müsste eigentlich mit Westec müsste das fast ausreichen. Fürs Level Up. Könnte ein bisschen knapp werden mit nur Westec jetzt hier. Aber es dürfte mit den restlichen hinten vielleicht schon zum Level Up führen. So Pi mal Daumen. Viel fehlt ja nicht mehr. Kriegen Hunger. Na, dann krieg ich mal Hunger. So, erstmal gleich noch mal ein paar mehr hier. Bevor sie mich mitkriegen. Müssen ja auch langsam mal ein bisschen Popcorn nebenbei essen. So. Bald ich dich finden, Mensch. Bist du dir sicher, dass du mich findest? Die Nachtzügler haben hier jetzt schon Probleme. Nicht explodieren. Jetzt darfst du. So, da haben wir noch einen. Und das Geschütz noch. Wenn du denkst, dass ich hier vergessen habe, vergiss es. So, dann fix rein hier. Und einmal aufgeräumt hier. Oh. Ach, jetzt krieg ich dich gar nicht richtig erwischt hier. Glaube ich dir fast deine Unterhose vor der Nase weg. So, hier ist keiner. Oh, ja, was? Wieso kommt der so früh rum hier? So, dich nehmen wir auch nochmal mit. Genauso wie dich. Aber ich will trotzdem erstmal reinrennen hier. Ja, Popcorn hilft. Ist auch nicht so schwer. Zumal es gibt auch keine Strahlung wirklich. Wie Honig.
gerade im überladenen Zustand richtig nice zu benutzen. Zweimal Popcorn eingepfiffen. Man kann trotzdem laufen. Ich sein stärkster. Stärkster Super. So, dann können wir eigentlich mal hier kurz schon mal ein bisschen was verwerten. 700 Kilo sind wir ja schon drüber. Eieiei. Wird Zeit. Du sehen. Ich bin hier gerade am Verwerten, Kollege. Und du meinst jetzt hier, mich jetzt noch hauen zu müssen. Du auch nochmal. Genauso wie du und du. Das Fleisch nehme ich trotzdem mit, das verkaufe ich nachher schön. Zahlt mir der Händler ja wieder was für. Aber natürlich erst durchgekocht, ne? So wie es sein muss. Na, wir haben zu viel Stahl bei. Da hat das Verwerten auch nicht wirklich was geholfen. Na, egal. Warum kein... Was? Du wolltest irgendwas sagen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich weiß, dass du Kübelkopf sagen wolltest, aber ein Kübelkopf bin ich ja nicht. Achso, der ist schon tot. Tote geben keine zweimal EP. So. Ey, ihr seid ja wirklich heute blind wie Hulle, ne? Ich bin in meiner Secret und nicht in der Dornen. Unterwegs. Na gut, dann ist das halt so. So, jetzt haben wir nochmal Popcorn hier, da haben wir es mitgenommen. Hat sich das hier alles ein bisschen schneller regeneriert. Popcorn, schöne Erfindung. Eigentlich brenne ich ja Popcorn. Eigentlich soll es ja nur weniger Hunger machen. Aber es ist halt an und für sich sehr schön, wenn man genug davon hat. So, hier haben wir jetzt alle. Dann gehen wir nochmal hier in den Special-Gang. So, Tür öffnen. Und die? Was das? Den schieße ich sogar durch die Wand, Mensch. Nicht so viel Rumsdönern hier, ne? Sachen hergeben. Ihr kennt das Prozedere. So. Finden, Mensch. Jetzt reicht's aber. Ich will jetzt hier nochmal nebenbei looten. Wo hast du denn hingeschossen, mein Kollege hier? Und dann zumal ein Lasergewehr droppen lassen. Ja, ja. Jetzt sind wir die richtigen. So, nochmal zweimal Popcorn essen. So auf mich gewartet. So, hier ist jetzt aber keiner mehr. Das heißt, wir könnten noch im oberen Stockwerk jemanden haben. Oh. Ah, ich höre dich. Bist du denn? Ach, Hundchen bist du. Tappel, 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 ne? Und so?
Ja, machen wir hier nochmal kleine Mann. Schon wieder genug Schrott bei, dass wir es gar nicht mehr halten können hier. Mal zweimal Popcorn gegessen. Der ist schon tot. Sonst ist keiner mehr da. Okay. Das heißt, wir können rausrennen. Knopf drück. Und dann können wir unten draußen einmal kurz die Kiste benutzen. Den Schrott wegpacken. Das passt. Ich hätte jetzt natürlich auch Messi ausrüsten können. Ja, so eine coolen Ideen kommen ja aber auch erst dann, wenn es zu spät ist. Aber naja. Bin's ja gewohnt, hier überladen durchzurennen. Eigentlich eher nicht so, aber mit meinen kleineren Charakteren definitiv. So, euch nehmen wir nochmal mit. Na? Krieg ich den noch hin? Jetzt? So, dann nehme ich mal kurz nochmal was gegen die Müdigkeitserscheinung. Also bis jetzt hat sich das Popcorn bei mir schon wirklich rentiert. Auf sämtlichen Chars. Alles wiegt halt auch nicht so krass viel. Und man kann damit recht viel Blödsinn machen. So, machen wir die Sachen hier auch nochmal kaputt. Schmeißen hier einmal kurz alles rein und siehe da. Ich habe zu viel legendären Stuff bei. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Nicht der Schrott an sich, sondern der Stuff, den ich wieder dabei schleppe hier. Na gut. Aber wir wollen ja wenigstens noch das Level hier voll kriegen. Und ein bisschen was haben wir ja noch. Wir haben ja noch Popcorn in der Tasche. Könnte jetzt auch das ganze Fressen sein, was ich jetzt von den Mutanten hinten gesammelt habe. Aber das ist ja sowieso die letzte Folge der Aufnahmesession ist, passt das. Weil nochmal wieder ordentlich was zu verkaufen. Und da war Stufe 3 von 3. Wunderbar. Nochmal überladen. Macht aber nichts. Wir haben noch Popcorn. Kommen raus aus Versteck. So, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Drüben auf der anderen Seite müsste ich auch noch einen haben. Na, wo ist er hingefallen? Hier. Schnell das Popcorn auch weggehen kann, ne? Aber dafür, dass man sich das for free im Camp herstellen kann. Perfekt. So, ich nehme auch mit. Hammer. Kein Fusionskern, aber hier haben wir bestimmt noch mal ein bisschen was. So. Ach. Wo soll er jetzt hin? Da wollte er mich hier austricksen, wollte er sich schnell im Keller verstecken. Da wollte er sich schnell im Keller verstecken. Ne, so. Gegenregenerieren lassen. Bitte
denke, das hat man früher immer mit Honig gemacht und so viel Strahlung bekommen. Dass man das zum Beispiel nicht auf Blutbeflecken machen kann. Ist schon ganz nice. Bin mal gespannt, irgendwann, was sie als nächstes Regressbares releasen. Was man sich denn im Camp selbst produzieren kann. Womit man dann auch nochmal OP-Möglichkeiten hat. Ja, aber wir sind jetzt schon einmal Westec durch. Gut, dann können wir jetzt hier nochmal klein machen. Das hat ja gepasst. Dann gucken wir, dass wir dann gleich nochmal durchkochen. Und Co. Weil für die Stufe haben wir es ja geschafft. Und ein bisschen Stahl. Naja, Stahl kann man nie genug haben. Zum Glück findet man das irgendwo immer an irgendeiner Ecke. Sowieso. So. Hier mal kurz reinschmeißen. Dann kochen wir jetzt nochmal das ganze Fleisch jetzt hier durch. So. Na, 23 Mutantenkeulen. Mal Todeskrallen hier und Yaogwai. Gut. Dann würde ich aber sagen, war es das jetzt auch erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.